Ich sitze hier im Tesla Model Y, das aus China. Und ja, mein Bruder überlegt vielleicht auch jetzt in die E-Mobilität einzusteigen. Und da haben wir gedacht, komm, machen wir mal eine Probefahrt, um einfach mal zu sehen, wie sich Tesla entwickelt hat, vor allem nach meinem Model 3. Und ja, ich muss sagen, ich bin bis jetzt positiv angetan. Also ich habe jetzt hier 22 Grad drin, es ist schon richtig warm und wir haben mal 11 Grad Außentemperatur nur. 11 Grad Außentemperatur nur. Und beheiztes Lenkrad, sehr gut. Verbrauch bis jetzt, also kann ich jetzt schon so viel sagen, es ist auf jeden Fall ein Ticken weniger wie das, wie der IONIQ 5. Gefühlt 2, 3, 4 Kilowatt auf 100 Kilometer weniger, so was ich gesehen habe. Lautstärke vom Fahrzeug ein Ticken lauter, würde ich sagen. Also was mir auffällt, je nachdem wie die Straße ist, hört man einen Ticken mehr die Reifen, das Abrollgeräusch. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, dass das ultra unangenehm wäre oder sowas. Ansonsten Verarbeitung, was ich jetzt hier gerade so überfliege und sehe, gibt nichts zu meckern. Alles sauber verarbeitet hier, die Spaltmaße hier vorne, nichts klappert, nichts vibriert. Power, ja, die Power ist gut vom Wagen. Und es ist halt Tesla Autopilot, da brauche ich nicht viel zu sagen. Ne? Das ist einfach, der funktioniert, der macht seinen Job, wenn er den Wagen hier in der Spur hält, optimal. Ne? Also da ist echt schon quasi, ich will nicht sagen bedenkenlos, aber nochmal ein Ticken entspannter. Soundanlage, ja, muss ich einfach sagen, finde ich hier im Tesla deutlich besser als in meinem IONIQ 5, selbst mit dem Bose-System. Hier hat er richtig Druck, das Soundsystem. Sehr minimalistisch, das ist ja klar, da lässt man sich ja bei Tesla drauf ein, aber das funktioniert wunderbar. Ist auf jeden Fall mehr Kopffreiheit von wegen. Ah ja, mein Bruder, genau, das wisst ihr ja nicht. Mein Bruder ist den Kia EV6 jetzt zweimal Probe gefahren, weil den hatte er sich ein bisschen verguckt, aber du sagtest, das Problem war bei dir die Kopffreiheit, ne? Ja, das ist eigentlich auch das Einzige, was mich stört. Sonst gefällt er mir, aber ja, bin ein bisschen zu groß dafür. Ja, mein Bruder ist auch nicht klein, der ist auch knapp bis 1,90 Meter fast oder sowas in den Dreh herum, ne? Und ja, er hatte halt dieses Phänomen, dass er halt immer mit den Haarspitzen quasi, und er hat jetzt nicht ultra lange Haare, an den Dachhimmel gerieben hat. Und ja, da gibt es natürlich Leute, die sagen dann, ja, warum sitzt er so hoch? Ja, aber man muss je nachdem so hoch sitzen, um dann halt eine gemütliche Sitzposition einfach zu haben. Ne? Ja. Ja, ansonsten, was ich so sehe, es hat sich jetzt nichts geändert am Tesla-System hier groß, seitdem ich nicht mehr ihn fahre. Und sonst halt, wie gesagt, hier an den Seiten. Türpappe. Das ist alles schön verarbeitet. Also es gibt nichts, wo ich meckern kann. Wo sich hier Hyundai auf jeden Fall ein bisschen was abgucken kann, ist hier die Ablagemöglichkeiten hier in der Seitentür. Die sind mit Filz ausgekleidet schön. Finde ich gut. Das ist ja beim IONIQ aus Kunststoff. Ich glaube nicht mal eine Gummieinlage ist da drin. Auch die sich abgucken können oder allgemein die Autohersteller, die Lenksäulenverstellung am Tesla, die ist genial. Das Lenkrad geht so weit raus, einfach und bietet so einen großen Verstellmöglichkeit, dass selbst ich als Großgewachsener, der dann natürlich ein gutes Stück weiter hinten sitzen muss,
einfach gemütlich hier das Lenkrad in der Hand haben kann, quasi schön nah bei mir, um dann damit zu lenken und nicht dann immer hier irgendwo vorne fast ausgestreckt die Arme habe. So, jetzt gucken wir, dass wir gleich irgendwo mal drehen, weil wir wollen nach Hilden fahren. Ja, also wenn ich jetzt wirklich richtig stark hier am Lenkrad wackel, ja, da ist ein bisschen Spiel drin, aber wer ist denn hier so am Lenkrad während der Fahrt am Wackeln? Das macht ja kein normaler Mensch eigentlich. Also ist mir nicht negativ aufgefallen sonst. So, ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir auf jeden Fall drehen. Lass mal hier gucken, dass wir hier zum Supercharger, weil da kommt ein riesen Stau vor uns. Ja, fahren uns mal dahin. Ja, da, ja. Ah, wir können auch vorher drehen, Gott sei Dank. Ja, sei es gedankt. Er konditioniert auch die Batterie vor für Schnellladen. Was man hier hört, ich weiß nicht, ob es auf dem Video rüberkommt, auf jeden Fall hört man das Summen, Surren der Motoren, so ein hochtöniges Pfeifen jetzt gerade. Ich muss jetzt mal gucken, wenn ich, also, ja, das ist halt, das ist das Vorkonditionieren. Wenn ich das Vorkonditionieren ausgemacht habe, ist es weg, also den Ladepunkt für Hilden. Jetzt mache ich ihn wieder rein. Gucken, ob es wieder kommt. In 300 Metern an der Ausfahrt 13 rechts abfahren. Ja, jetzt ist das das Surren wieder da. Jetzt an der Ausfahrt 13 rechts abfahren. So, gucken wir mal, wie er das hier mit der Abfahrt macht. In 200 Metern rechts abbiegen auf Oberauter Straße. Jetzt rechts abbiegen auf Oberauter Straße. In 200 Metern nach rechts. Also ich sag mal so, der nimmt das Gas an, aber ich sag mal, er gibt nicht direkt die volle Power frei gefühlt. Also es ist quasi so mit einer minimalen Verzögerung, dass er nicht direkt die gesamte Drehmoment rausgibt. Ich finde es jetzt nicht schlecht, sage ich mal. Ne? Das Model 3, das war wirklich sehr, sehr spritzig. Also, das heißt aber nicht, dass er langsam ist, würde ich sagen. Ne? Also der hat schon Druck, der Wagen. Aber halt so ein Druck, der wirklich mehr zum Model Y einfach passt, weil es ein SUV ist und nicht dieses wie so ein kleines Go-Kart-Feeling mehr dann hat, wie der alte, oder wie das Model 3 besser gesagt. So, jetzt sind wir auf jeden Fall zurück, 34 Kilometer. Ja, wir gucken jetzt gleich, dass wir irgendwo anhalten, dann kannst du weiterfahren. Beziehungsweise wir gucken uns mal kurz den Kofferraum an, würde ich sagen. Hoppla. Ja, ich finde, er macht die Sache wirklich gut. Ne? Also das ist halt Tesla. Wenn ich das so sehe, die Verarbeitungsqualität und so, dann auf jeden Fall Model Y aus China, würde ich sagen. Das ist schon echt schön gemacht, muss man sagen, hier. Ne? Und dieses, ja, ich sag mal, Tesla kann einfach diesen Fahrspaß einen vermitteln. Ne? Das macht einfach Spaß mit dem Wagen. Und wenn man auf das Minimalistische hier, ne, dir gefällt dieses Minimalistische. Also ich komme in beiden Welten gut zurecht. Ich finde halt wirklich gut bei meinem IONIQ 5, der hat so einen Mittelweg. Der hat halt auch hier diese Leiste, nicht ultra viele Knöpfe, wo es beim EV6 fand ich, als ich da drin saß, das war ja schon wieder viel zu viel. Dann hat er hier überall Knöpfe an der Seite und dann die Leiste an sich nochmal doppelt belegt mit Knöpfen, mit mehreren Funktionen. Weiß ich nicht. Hier muss man wirklich sagen, also sage ich auch immer wieder, wenn mich einer fragt mit Tesla, hier hat sich Tesla hingesetzt, Hirnschmalz investiert und wirklich überlegt, welche Funktionen muss der Fahrer ad hoc nutzen während der Fahrt und auf welche
kann man so ein bisschen quasi verzichten bzw. in Menüs verstecken. Ne? Wie jetzt hier zum Beispiel Scheibenwischwasser, da hat er hier noch einen dedizierten Knopf dann dementsprechend. Ne? Halt solche Sachen bzw. dann die Klimaanlage, die stellt man einmal ein und dann läuft die für sich. Da muss man ja nicht die ganze Zeit irgendwo hier einen Knopf haben, um da groß rumzudrehen oder so. Zumindest ich nicht. Ne? Klar, es gibt Leute, die brauchen das, aber ich spiele jetzt nicht so viel an meiner Klimaanlage rum, dass ich da immer da was machen muss. Dann stelle ich es einmal ein und gut ist. So. Ja, wo ist denn hier der Parkplatz? Da muss doch mal irgendwann ein Parkplatz kommen, ne? Also wir sind jetzt 47 Kilometer gefahren. Wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 172 Wattstunden pro Kilometer. Das heißt, es ist schon okay. So, jetzt gucken wir mal, was er... Ja, die Beschleunigung. Die Beschleunigung hier 180, 190, 200. Das ist halt nochmal direkt ein Ticken mehr als der Ioniq, ne? Der ist bei 190 abgeriegelt, dann war es das. So, jetzt gucken wir, wenn er auf Seite fährt. 130. Jetzt für eine Aktion? Also es fühlt sich schön linear an. Du hast auch hier noch mal den Punch ab 160, da kommt noch mal was. Also da das kann Tesla einfach, das muss man denen lassen. So, mal gucken, ob wir hier kurz mal Topspeed kriegen. 200, 220, ja. Keine, also minimalste Vibration, die ich hier spüre. Aber nichts, wo ich sage, das wäre auffällig oder unangenehm. Auf gar keinen Fall. Also für mich, Model Y, auf jeden Fall Daumen nach oben. Ist ein sehr interessantes Auto, so wie er jetzt sich hier fährt. Und ja, er hat ja auch die Anhängerkupplung von 1600 Kilo, die man da dranhängen kann bzw. bestellen kann. Also das ist auch jetzt nicht mehr das Argument, dass ich sage, dass das nur die wenigsten Autos können. Er kann es auch. Well done, Tesla. Ja, es ist wirklich ein gelungenes Auto. Gefällt mir. So, aber jetzt, wir fahren jetzt irgendwo raus und dann steigen wir um, weil... Du sollte auch was fahren. Und jetzt hier, also der